Gut, der letzte Part war 2 oder 3 Minuten kürzer. Das heißt, wir springen jetzt direkt wieder rein. Sind immer noch in der Serie gegen die Cubs, wenn ich das richtig sehe. So, liegen. Oh, 7 zu 3. Das sieht ja schon wieder nicht nach besonders viel Spaß aus. Ja, das ist echt so eine Sache. Man geht rein und. Naja, ich hoffe, das läuft jetzt ein bisschen besser. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die letzten Parts ja so ein bisschen anders angegangen. Also, sonst rede ich immer viel darüber, was gerade auf dem Spielfeld passiert. Und die letzten Parts habe ich einfach über Dinge geredet, die mich gerade momentan beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Wie gesagt, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare was zu posten. Aber ich denke fast, wir werden das so ein bisschen beibehalten. Denn ich kann nur eine bestimmte Anzahl häufig sagen. Der wirft so und so, der wirft so und so. Das ist zwar natürlich Sachen, die man sagen kann, aber ich muss zugeben, für mich gehen die Parts auch schneller um und sind für mich ein bisschen amüsanter zum Besprechen, wenn ich einfach über Themen rede, die mich interessieren. Auch wenn das gerade den Eindruck erweckt, als würde ich hier komplett versagen, wenn ich über irgendwas rede. Ach, fuck. Ja, vielleicht müssen wir uns doch wieder Haare wachsen lassen. Könnt ihr, das ist wahrscheinlich, ist das ein Cheat. Wenn man sich die Frisur wechselt, schlägt man automatisch einen Home Run die nächsten 2 Spiele. Oh, Kinders, ey. Ja, ein paar so gute Spiele gehabt. Wie gesagt, mein Geburtstagspart, wo ich wirklich einen Home Run geschlagen habe. Danach den Part einen Home Run geschlagen und jetzt irgendwie sind wir wieder in so einem Mini-Funk drin. Ach ja. Da hilft auch kein Brodus Clay, liebe Wrestling-Freunde. Ja, das ist natürlich auch sowas. Ich habe beim letzten Mal, ich rede hier gerade so, weil ich die Parts jetzt am Stück aufnehme, aber wenn ihr, im letzten Part habe ich ja so ein bisschen über mögliche weitere Sportreihen geredet in Zukunft. Und da primär über, mal gucken. Ja, klar, All-Star-Spiel sind wir nicht drin. Da hatte ich darüber geredet, zum Beispiel, dass ich Madden vielleicht machen würde, dann aber erst, wenn es für die PlayStation 4 erscheint und definitiv nicht vorher. Und Yankees have traded. Okay, ja, solange wir nicht getradet werden, ist mir eigentlich relativ egal, wer deiner Liga von wo nach wo geht. Und ist ja auch, ich bin ja, viele wissen es, ich bin großer Wrestling-Fan. Auch wenn, naja, das ist immer so eine Sache. Es ist irgendwie so, wisst ihr, wenn ihr in der Zeit aufgewachsen seid, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin 31 und das heißt, so meine erste Wrestling-Erfahrung. Sind dann tatsächlich solche Sachen wie so frühe WrestleMania, sowas wie Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior, ist so eine meiner frühesten Wrestling-Erinnerungen. Und das ist so eine Sache, das hat mich damals unglaublich reingezogen. Und irgendwie ist das so eine Sache, Wrestling ging nie wirklich weg. Und ich hatte immer Spaß dran, auch wenn man mittlerweile heutzutage die Sachen dank Internet viel mehr durchschaut als früher. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt heute weiß, dass es Show ist und das früher nicht wusste. Ich meine, früher wusste man auch, dass da die Sachen abgesprochen sind. Aber Wrestling ist halt irgendwie so eine Männer-Seifenoper, sage ich immer ganz gerne. Das ist irgendwie. Ja, wisst ihr was? Ich klaue mir jetzt hier eine Base. Ich habe jetzt Bock darauf, mir eine Base zu klauen. Vielleicht klaue ich mir auch keine Base. Und wie gesagt, in der Regel, wie gesagt, Wrestling-Fan, schau mir die Pay-Per-Views an, also primär WWE, auch wenn ich ab und an gerne mal ein TNA so ein bisschen zur Auffrischung sehe. Da finde ich die Sons of Anarchy, Entschuldigung, Aces and Eights ganz nett. Die Story war einfach ganz gut aufgezogen und na, wer ist er da? Er. Und das ist einfach so Sache, dass ich da sagen könnte, gut, man könnte vielleicht sich auch mal irgendwie ein WWE-Spiel nehmen, sich da einen Superstar bauen, den durch eine Karriere durchschleppen. Aber ganz ehrlich, ich finde die aktuellen WWE-Spiele, also jetzt WWE 13, 14, beziehungsweise 14 gibt es doch, klar, dieses Jahr, aber das heißt ja 2K14 in diesem Jahr, aber
ich habe einfach keinen Spaß an diesen Spielen. Da, ganz ehrlich, wenn ich Wrestling spielen will, dann lege ich eher No Mercy ein. Oder, also damals auf dem N64. Ist für mich immer noch eines der besten Wrestling-Spiele, genau wie zum Beispiel Fire Pro Wrestling Air, was ich mir damals, als es die PAL-Version endlich gab, und die wurde dann nur in diversen Ländern veröffentlicht, wie Italien zum Beispiel, extra aus Italien importiert habe. Und das ist ein Spiel, das kann ich heute noch einlegen. Ich kann WWE 13 zum Beispiel, ich kann das Ding unglaublich schwer ertragen. Auch wenn ich da lange Zeit in der Liga gespielt habe, der sehr, sehr erfolgreich war. Aber nee, das ist einfach, weiß nicht, ich ertrage dieses Spiel einfach nicht. Und die verändern sich auch nicht. Und wenn ich die Trailer zu neuen Spielen sehe, sieht da auch nicht viel Neues drin, auch wenn jetzt Ultimate Warrior drin ist. Das ist irgendwie so eine Sache, ich weiß auch nicht. Also und ansonsten, ich spiele auch nicht so viele Sportspiele abseits. Also MLB ist was, das hat mich damals reingezogen, als ich mir eine Vita gekauft habe, weil ich dachte, also ich habe mich so erinnert, damals, wenn ich an frühe Gaming-Erinnerungen denke, dann, ich habe damals ein C64, das war so quasi mein erster, das Problem ist, wenn man jetzt, erste Konsole, das ist natürlich falsch, weil es war ja ein Computer, mit dem man programmieren konnte und alles, aber den ich natürlich damals in meiner Jugend primär dazu genutzt habe, um Spiele zu spielen. Von den Gianna Sisters über Fußballmanager und so weiter und so fort. Und da sind so frühe Erinnerungen, welche Sportart habe ich jetzt? Achso, Baseball, genau. Da gab es auch diverse Baseballspiele und deswegen, als ich damals dann irgendwann gesehen habe, es gibt einen Sale auf MLB für die Vita, habe mir das gekauft und war so begeistert, das war die Vorjahresversion übrigens, so dass ich in diesem Jahr auch gesagt habe, ich kaufe mir jetzt die Konsolenversion von MLB und das war echt so eine Sache, ich hätte nie im Vorfeld gesagt, dass wir eine Let's Play-Reihe dazu machen, dass ich so ausdauernd bin, das Spiel so lange zu spielen, denn wenn wir jetzt mal vergleichen mit sowas wie NBA 2K, da ist die Karriere deutlich umfangreicher als die hier im Spiel. Ich meine, wir haben ja hier keine großen Interaktionsmöglichkeiten. Ich würde mir wünschen, dass hier viel mehr drin wäre, dass wir zum Beispiel Interviews führen können mit unserem Manager um bessere Positionen. Wir können zwar unserem Manager sagen hier im Spiel, hör mal, ich will eine bessere Position, aber es sind ja nur Textboxen, da ist ja nichts, das irgendwie was Großes grafisch passieren würde. Und ich hoffe wirklich, dass sie im nächsten Jahr, wie ich diese Karriere mal aufbessern, gerade auf der nächsten Generation. Weil, ich weiß nicht, wenn ich solche Sportspiele spiele, dann sind es primär tatsächlich Modi, die so einen Superstar betreffen. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht in diesen Spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist nie so, dass ich jetzt... Sekunde... Komm, lass fallen. Es ist jetzt nie so, dass ich mich irgendwie selbst in so einem Spiel erstellen würde, sondern das sind immer irgendwelche Fantasienamen. Wir haben ja damals auch ein bisschen NBA gemacht. Und da hatte ich ja damals auch, da kam mir der Name Sonny Van Hero her. Denn wir hatten damals mal ein paar Parts NBA gemacht und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir Basketball eigentlich zu wenig Spaß macht, als dass ich als ich das langfristig spielen könnte, aber damals durfte die Community entscheiden, also ihr, wie unser Superstar heißen soll und da hat irgendjemand den Namen Sonny gesagt als Vorname und Van Hero als Nachname und seitdem, wenn ich in solche Sportspiele reingehe, dann begleitet mich wirklich der Name Sonny Van Hero und ich muss zugeben, da bin ich euch extrem dankbar für, weil ich finde den Namen mal noch ziemlich cool. Na, wird doch eh nix. Ach, Mann. Da schlägt man die Gurke schon so schön. Ja, das Problem ist, ich weiß natürlich, es würde mir viel mehr bringen, wenn ich das Ding irgendwie ins Feld schlagen würde, aber ich weiß nicht, wie ich das Ding anders treffen soll, dass der wirklich dann mal tief fällt. Ich meine, ich könnte mal einen anderen Schlag ausprobieren. Dann komme ich auf die eigentlich nicht vorher. Ja, da berührt er mich, damit bin ich raus. Boah, das ist heute ein pur At-Bat-Fest. Naja, wir liegen einen Punkt zurück. Warum spielen wir schon wieder in Washington? Mein Gott, gegen die haben wir so häufig gespielt.
Naja, alles richtig gemacht. So, okay. So, wir gucken mal, wie sieht's aus. Wir haben niemanden auf der Base, das heißt, hier können wir, ja, wobei. Ich versuche mal den. Ja, vielleicht sollte man auch nur. Selbst wenn man einen anderen Schlag ausprobiert, sollte man vielleicht trotzdem nur noch den schlagen, die sich lohnen. Ja. Das wird heute einfach nichts. Das wird heute einfach nichts. Ja, ich weiß echt nicht, was. Ja, wisst ihr was? Eigentlich ist mir auch egal. Nicht jedes Spiel kann gut sein. Manchmal hat man halt einfach mal so ein Formloch. Und ganz ehrlich, das ist ja auch im echten Baseball so. Man muss ja nicht denken, dass selbst super Leute jedes Match rausgehen und jedes Mal einen Homerun schlagen oder jedes Mal das Ding super weit ins Feld schlagen. Also wer das glaubt, der sollte sich echt mal Baseball anschauen. Und bei uns fällt es natürlich deutlicher auf, weil wir nicht so viele Chancen haben. Ich meine, in der Regel als Bankspieler sind wir halt nur ab und an, ja, auf dem Feld. Und das ist halt das große Problem an der Sache. So, ja, Training können wir gerade nichts rein. Ja, das Problem ist, wir sind bei 12 Minuten. Also das nächste Spiel reingehen lohnt sich jetzt nicht so sehr. Wir könnten mal schauen. Wir kommen jetzt in den August, beziehungsweise hier kommen. Ja, genau, gegen Pittsburgh geht's als nächstes. Das haben wir dann. Arizona, New York, Miami. Welcome to Miami. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, es ist mal Zeit, hier mal wieder die Sache mit dem Kopf zu regeln. Komm, wir gehen mal logisch an die Sache ran. Das heißt, Sonny wachsen so ein paar Stoppeln erstmal. So. Wobei, da stand Shaved bei, aber das sah trotzdem nach ein paar Stoppeln aus. Wahrscheinlich so ein Rasierer. Gut, ja, jetzt, wie gesagt, viel mehr kann. Und das ist jetzt gerade, was ich sagte. Wenn wir uns das mal anschauen, hier ist nicht so wirklich viel zu tun. Also jetzt außer von Spiel zu Spiel zu springen. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn ich den Modus bauen könnte, würde ich viel mehr jetzt zum Beispiel hier diese. Gut, wisst ihr was? Ich speichere jetzt und dann würde ich fast sagen, kommen wir hier auch langsam zum Ende und im nächsten Part geht's dann weiter.